Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man VHS digitalisieren kann mit OBS Studio und somit natürlich auch diese alten Videokassetten auf dem PC überspielen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe zu Hause einfach einige solcher alten Videokassetten, die ich sicherheitshalber mal auf meinen PC rüberbringen möchte, da die natürlich über die Zeit auch kaputt gehen können und ich einfach keine Lust habe, mehrere hundert Euros in einem Geschäft dafür zu bezahlen. Hierfür benötige ich auf jeden Fall mal einen PC bzw. Laptop, einen funktionierenden Videorekorder und dann auch noch einen sogenannten Videocrapper. Dieser hat einfach den Sinn, dass er jetzt die Verbindung zwischen den alten Anschlüssen von unserem Videorekorder und natürlich dem USB-Anschluss von dem PC ganz einfach herstellen kann. Jetzt aber genug geredet. Zuerst mal müssen wir natürlich den mitgelieferten Anschluss richtig bei unserem Videocrapper anschließen. Da muss man sich eigentlich nur nach den Farben richten. Bedeutet, ich mache einfach mal den gelben Anschluss, welcher für das Video zuständig ist, und dann den roten und auch den weißen, welche einfach für Audio links und Audio rechts zuständig sind. Falls ein Videorekorder übrigens auch noch so einen speziellen S-Video-Anschluss hat, dann können wir natürlich auch diesen Anschluss hier verwenden. Meiner hat nur diesen großen SCART-Anschluss, weswegen ich natürlich auch den entsprechenden Adapter mal verwenden muss. Und hierbei bitte nicht auf Input, sondern auf Output stellen, da natürlich das Video von dem Recorder rausgehen soll. Bedeutet, ich gebe den Adapter jetzt einfach mal hier unten bei meinem SCART-Anschluss auch richtig hinein. Und dann geht es wieder darum, dass wir natürlich die Farben von unserem anderen Adapter richtig anschließen. Bedeutet, gelb auf gelb, rot auf rot und weiß natürlich auch ordentlich auf weiß draufstecken. Im nächsten Schritt können wir unseren Rekorder auch schon mit gutem Gewissen mal am Strom anschließen und danach die zurückgespulte Kassette natürlich mit dem Pfeil nach vorne schauend in diesen ganz einfach hineingeben. Die andere Seite von unserem Videocrapper können wir danach auch schon in den USB-Slot von dem PC bzw. Laptop hineingeben und die Treiber sollten automatisch auf diesen installiert werden, weswegen wir auch schon auf dem Bildschirm springen. Manche Hersteller von den Adaptern haben eine eigene Software, doch normalerweise kannst du alle Videos auch mit dem kostenlosen und bekanntesten Programm OBS Studio ganz einfach konvertieren. Deswegen gehe ich hier mal auf die offizielle Webseite drauf, lade mir das Ganze herunter und nach kurzer Zeit können wir auch schon hier bei Downloads mit einem Doppelklick weitermachen. Als nächstes mit gutem Gewissen hier auf Next klicken, noch einmal auf Next und dann gehen wir auch auf Install und es dauert natürlich wieder einen kleinen Moment. Zum Schluss hier unten noch auf Finish klicken und das Programm sollte auch schon von alleine starten. Beim Einrichtungsassistent kann ich einfach mal für das Aufnehmen optimieren auswählen, klicke auf Weiter, hier auch auf Weiter und dann auf Einstellungen übernehmen. Normalerweise befinden wir uns links unten jetzt auch schon automatisch in einer Szene, weswegen wir hier rüber gehen können zu den Quellen und da klicke ich jetzt einfach mal auf Plus, Videoaufnahmegerät. Dann vom Text her sollte es auch auf jeden Fall passen und wir können nämlich auch schon unseren Videocrapper einmal auswählen. In meinem Fall heißt hier USB 2.0 Crapper, der kann bei dir natürlich auch etwas anders heißen und bestätigen es mal mit OK. Natürlich muss auch der Ton noch aufgenommen werden, weswegen wir wieder zu den Quellen rübergehen, auf Plus klicken und dieses Mal hier oben auf Audio Eingabeaufnahme, auch da passt mein Titel auf jeden Fall und wir wählen wieder unseren Videocrapper aus. Bei mir heißt er dieses Mal digitale Audioschnittstelle, weswegen ich diesen nehme und wieder mit OK bestätige. Beim Aufnehmen von dem Video würden wir jetzt keinen Ton mithören, erst nachdem dieses wirklich fertig digitalisiert wurde und das finde ich einfach etwas schade, weswegen wir dieses natürlich auch ändern möchten. Und ich klicke mal hier auf die drei Punkte, erweiterte Audioeigenschaften, dann haben wir hier auch schon die Zeile Audio, Eingabeaufnahme und wählen hier hinten jetzt den Monitor und Ausgabe aus. Außerdem sollten wir hier die Spuren 2 bis 6 einmal rausnehmen, genauso hier unten. Alle Spuren, denn wenn ich diese Spur noch drin lasse, dann habe ich danach bei der Aufnahme relativ sicher ein Echo, was ich natürlich auf gar keinen Fall haben möchte. Wenn ich übrigens die Lautstärke noch etwas ändern möchte, dann einfach einmal hier oben die Dezibelzahl etwas erhöhen bzw. natürlich niedriger stellen. Bei mir sollte es aber passen, weswegen ich hier unten auf Schließen klicke. Video und Audio vom Recorder sollte normalerweise erkannt werden und jetzt können wir noch ein paar Einstellungen machen, weswegen ich hier oben auf Datei-Einstellungen klicke und dann schauen wir auch einmal bei der Ausgabe rein, denn da möchten wir auf jeden Fall beim Aufnahmeformat am besten MP4 auswählen und hier unten können wir beim Video-Encoder noch auf X264 rüber wechseln. Danach auf Übernehmen klicken, auf Audio gehen und kontrollieren, ob die Sample Rate auch auf 48 kHz ist, das sollte bei mir auch auf jeden Fall passen und wir können auch schon auf Video gehen. Heutzutage ist eine normale HD-Auflösung 1920x1080. Das war damals bei den Videokassetten natürlich noch nicht der Fall, weswegen wir diesen Wert nicht stehen lassen sollten, da das Hochskalieren natürlich auch Qualitätsverlust bedeuten kann. Deswegen hier mal einen Doppelklick drauf machen und 720x
576 reinschreiben. Das ist der optimale Wert für die Videokassetten. Und hier unten drunter machen wir dasselbe natürlich auch. Genauso müssen wir bei den FPS-Werten auch noch etwas umändern, und zwar den optimalen Wert 25 PAL auswählen, danach auf Übernehmen und OK klicken. Damit die Aufnahme auch der gerade eingestellten Bildschirmgröße angepasst wird, müssen wir hier drüben bei Videoaufnahmegerät mal noch einen Doppelklick mit der Maus drauf machen und jetzt hier unten bei Auflösung FPS-Typ, nicht Gerätestandard, sondern benutzerdefiniert auswählen, Auflösung wieder diese 720x576 auswählen und bei FPS können wir mit gutem Gewissen auch auf 25 gehen. Dann natürlich auch wieder mit OK bestätigen. Normalerweise ist alles richtig eingestellt, weswegen wir auch mal hier drüben auf Aufnahme starten klicken können. Das erkennen wir übrigens auch an dem roten Punkt und dass die Zahl hier weiterläuft und wir können bei unserem Videorekorder einfach mal auf Start drauf drücken, dann sollten wir auch schon ein Bild erkennen. Nach kurzer Zeit stoppe ich die Aufnahme am Videorekorder mal, gehe auch hier auf Aufnahme beenden, denn wir sollten am besten mal hier oben noch bei Datei draufklicken und natürlich auch überprüfen, ob die Aufnahme jetzt richtig angezeigt wird. Deswegen mal die entsprechende Videoaufnahme anklicken. Und bei mir schaut das Video und vor allem der Ton auch super aus, weswegen wir natürlich mit gutem Gewissen auch alle unsere Videokassetten auf dem PC überspielen können. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch so einen VHS-Rekorder, eine Festplatte zum Abspeichern der Videos oder natürlich auch so einen Videograbber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.